Oh, Franco. Ja, Grüße. Vielen, vielen Dank für den Raid, meine Güte. Verrückter. Moin, Dunbar, Grüße. Aufgewacht. Still gestanden. Da ahnt man nichts und plötzlich kommt das. Das ist ja unglaublich hier. Ja, hey, herzlich willkommen an alle. Vielen, vielen Dank nochmal an Franco für den Raid. Und bei mir geht's jetzt los. Ich bin jetzt gerade frisch am Start und werde mich mit meiner T9 Richtung Ring begeben. Eine Runde Pyneet meinen. Das heißt, wir füllen erstmal ab. Und es geht los. Und da ich allein unterwegs bin, nehmen wir mal ein paar mehr Drohnen mit. Ich habe auch was im Laderaum noch. Ich hoffe, ich treffe jetzt nicht gleich auf Piraten, sonst wird es gleich lustig. Aber wir probieren unser Glück. Ja, bisschen Wochenende ausklingen lassen jetzt noch. Entspannt eine Runde Minern gehen. Und schauen, was wir heute rauskriegen. Wo soll es denn hingehen? Es soll hier hingehen. 21911 Ring A. Hübsches kleines Gebiet mit Doppelspot. Gehe ich sehr gerne hin, meinern. Und ich habe ein bisschen aufgepimpt. Ich habe den Energieverteiler gepimpt. Und auch ein bisschen den Frameshift-Antrieb, dass ich mal ein bisschen schneller unterwegs bin. Und den Energieverteiler, dass ich mal 3 Mining-Laser gleichzeitig benutzen kann. Gucken wir mal, was da möglich ist. Außerdem habe ich meinen Fuel-Scope rausgeworfen. Und, ja. Hab mir noch mal ein bisschen Sammeldrohnen mehr eingepackt. Von daher gucken wir mal, was da jetzt rauskommt. Und ab dafür. Ihr seht schon, hier ist einiges drin in der Kiste. Ich habe vergessen, sie umzubenennen. Ich wollte sie, da das jetzt nicht mehr mein Abgebeschiff ist und ich mir nachher noch ein Schiff zum Abgeben bauen wollte, wollte ich sie gerne umbenennen von Badewanne, weil sie sich so schwer fliegt, in der Bohrer, weil sie jetzt definitiv... weil sie jetzt definitiv Asteroiden sprengt wie eine ganz große. Und daher dachte ich, der Bohrer passt besser. Aber ihr seht bestimmt gleich, was ich meine. Momentan habe ich eine T9 im Kopf. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob es eine wird. Eventuell wird es auch eine T10. Ich weiß es noch nicht genau. Ein Abgebeschiff ist halt, da wechsle ich dann einfach rein und habe dann da quasi alles, um Fuel zu scoopen, größere Strecken zu fliegen. Und den ganzen Mining-Scheiß habe ich dann da nicht mit drin. Dass ich ein bisschen schneller vom Fleck komme, vielleicht auch ein bisschen Verteidigung drin habe. Aber Hauptsache Fracht en masse und ein bisschen größere Sprungreichweite. Zum Beispiel mein Guardian-Sprungantrieb. Alles, was halt Spaß macht, um schnell von A nach B zu kommen.
Weil die Kiste soll eigentlich rein nur für das schnelle Erzeugen von Painit im Frachtraum genutzt werden. Wo ist hier aber dunkel? Nochmal Licht anschalten hier. So. Da ist der Planet, dann fliegen wir mal in Richtung Planet und grasen mal die ersten Brocken ab. Ja, weil sammeln macht auf jeden Fall Spaß mit der Kiste, aber abgeben fliegen kann bei über 100 Lichtjahren dann schon mal zu einem Graus werden. Und um den Prozess auch noch so ein bisschen zu optimieren, habe ich gedacht, probieren wir es doch einfach mal mit einem Abgebeschiff, wo ich dann einfach die Cargo wechsle. Und da haben wir dann schon ein Problem. Ich habe hier schon gescannt. Der will jetzt bestimmt gleich was von mir. 2 Tonnen Fracht. Kannst du haben. Komm, kriegst du 2 Painit. Kriegst du 4, da. Und jetzt hoffe ich, habe ich meine Ruhe vor dem. Die haben wir eh gleich wieder drin. Bringt uns relativ wenig. Ich versuche immer Brocken zu kriegen, die roundabout 30-60% haben, dass auch ein bisschen was reinkommt. Ganz kurz den Sound ein bisschen leiser machen hier von der geilen Mucke. Mal den kleinen hier. Ich kann mir vorstellen, dass der passt. 18%, egal, aber wir schießen den jetzt einfach mal an. Mal einen Haufen Sammler deployen. Und gib ihm. Hey Sakara, hey, danke für den Follow. Nice, Mann. Und dann freue ich mich auf jeden Fall auf einige kommende Sendungen mit dir. Immer abends ab 22 Uhr. Tokugawa, vielen, vielen Dank für den Follow. Mann, Hammer, jetzt geht's hier ja richtig los. Vielen, vielen Dank dir und auch bei dir auf einige spannende Abende zusammen. So, jetzt gucken wir mal, was da rauskommt. Wo haben wir denn den nächsten? Was haben wir hier oben drin in dem Brocken? Und jetzt haben wir vorher Fracht abgeworfen, jetzt haben sie schon fast wieder drin, ja. Dann wollen wir mal nicht so sein und den Piraten dann auch mal 1,5 Millionen abwerfen, damit er mich in Ruhe lässt. Wenn ich schon mal mit 100 Tonnen Painit hier ins Abbaugebiet fliege, dann muss ich es auch mal so machen. Betreibt ihr auch Mining im Game? Seid ihr auch am Geld verdienen über Asteroiden oder Void-Opale oder Tiefen oder leeren Kristalle?
schreib's mir in den Chat. Ich bin immer froh, wenn ich ein bisschen, wenn ich immer ein bisschen News krieg, wie die anderen das machen. Ich habe mich so ein bisschen auf Pineed eingeschossen. Wie sind eure Erfahrungen? Wie macht ihr Geld in dem Game? Was macht euch am meisten Spaß? Die Ausbeute aber mau, da ist noch ein kleiner, da ist bestimmt was drin hier. Ah, exploren, okay. Bist du mit der Anna unterwegs oder willst du dir die Anna holen durchs Exploren? Du bist bestimmt mit der Esp unterwegs beim Exploren, oder? Ah, die Anna ist mega. Muss ich schon sagen. Gefällt mir schon sehr gut. Ich habe meine zum Fighter ausgebaut. Und bin echt zufrieden. Also die haut schon richtig gut was raus. Was ich gerade momentan mache, ich spare so ein bisschen auf die Federal Corvette. Die hat es mir schon sehr angetan. Aber da muss ich noch ein bisschen Ruf fahren. Also bis ich mit dem Ruf soweit bin. Da wird noch ein bisschen Zeit vergehen. Mit der Anna kann man auch meinen, ja. Warum keine T9? T9 hast du ja mit einem Run wieder drin, einigermaßen. Oder was möchtest du überhaupt meinen? Möchtest du Pineed meinen oder bist du auf der Suche nach... oder machst du Deepcore? Was hast du geplant? Ja, Anacondas kann man nie genug haben, ne? Hey, Dunbar! Geil, danke für den Follow, Mann. Freue mich auf ganz viele geile Abende und geile Sendungen mit dir. Immer abends ab 22 Uhr. Mensch, Franco, da hast du mir ja heute followwillige Leute mitgebracht. Ich bin ja sowas von begeistert. Hey. Ich weiß gar nicht, wie kann ich dir da denn nur danken? Wahnsinn, Wahnsinn. Ihr seid der Hammer. Achso, da haben wir wieder ein bisschen Pineed drin. Dann holen wir das doch gleich mal raus hier. Abbaulaser benutze ich jeweils die 2D und durch den geboosteten Energieverteiler seht ihr ja rechts bei meiner Waffenenergie, dass es gerade so reicht, um den Asteroiden leer zu pumpen, bis die Laser weg sind. Ich habe jetzt noch eine Ausbaustufe und dann denke ich, kann ich vielleicht noch einen 1D dazu schalten. Ja, die T8 zum Minern ist... T8-Transporter? T9 meinst du? Den T9 zum Minen finde ich mega. Mit der Esp exploren macht absolut Sinn, bei der Reichweite, die sie bringt. Ist auch so mein Sprungschiff, die Esp. Und ich bin mit ihr super zufrieden. Ich habe jetzt den Guardian Frameshift drin und ein bisschen mit Felicity Farsia am Tunen gewesen. Und meine springt jetzt roundabout 60 Lichtjahre. Also mehr als genug. Ja, Sakara, dann bist du außerhalb der Bubble mehr unterwegs wahrscheinlich, oder? Hast du einen zweiten Account, mit dem du exploren gehst? Unterwegs Richtung Beagle Point, oder? Nur ein? Okay. Boah, dann gute Reise und
Bin mir ja nicht sicher, wo du gerade bist, aber du wirst wahrscheinlich einige tausend Lichtjahre weg sein. Richtung Zentrum. Ah, okay. Da hat wohl einer Lust auf Sagittarius A bekommen. Hast du Route über Neutronensterne geplant oder bist du einfach nur mal losgesprungen? Vor denen habe ich Schiss. Ja, beim ersten Mal reinfliegen habe ich bestimmt auch geschlagene 5 Minuten gebraucht, bis ich im Schweifboost war. Vor lauter Respekt, dass mir meine Kiste kaputt geht. Es gibt ein paar, die wirklich zickig sind. Und das sind gerade die kleinen, ja, diese, ich weiß gar nicht, da gibt es zwei verschiedene. Es gibt einmal Neutronensterne und es gibt einmal irgendwas anderes. Ich bin mir nicht sicher, wie sie momentan heißen. Es gibt Pulsare und es gibt Neutronensterne, glaube ich, ja. Und wenn du durch einen Pulsar springst, kein Problem. Aber spring mal durch einen Neutronenstern, der sich kaum bewegt. Da machst du dich nur kaputt. Und die zu erkennen manchmal ist nicht ganz so einfach auf den ersten Blick. Prospect 19%. Heute habe ich aber kein Glück mit Pinita, erstmal. Ja, ansonsten, da durchzuspringen durch den Schweif ist gar nicht so schwer. Du näherst dich halt einfach vom Neutronensternzentrum Richtung Außenrand vom Schweif, liegst relativ langsam rein, dann schuckelt sich so ein bisschen hin und her, du guckst, dass du immer die Richtung hältst und irgendwann kommt dann Antrieb überladen. Und wenn du das siehst, dann ist eigentlich alles gut. Dann kannst du raus aus dem Schweif und dann direkt zur nächsten Sonne springen. Ja, okay. Dann wäre ich auch vorsichtig. Wie lange bist du schon unterwegs? Okay. Ja, ich hatte auch letztens mal eine größere Pause von Elite. Muss aber ganz ehrlich sagen, jetzt hat es mich wieder gepackt und jetzt kann ich gar nicht mehr anders. Obwohl ich heute, muss ich noch dazu sagen muss, heute habe ich mir auch noch zusätzlich Star Citizen geholt. Einfach nur, um es mir mal anzuschauen, weil die ganzen Videos und die ganzen anderen Streams haben mich schon so richtig bockig drauf gemacht. Also wundert euch nicht, wenn ihr euch ab und zu hier mal bei mir ein bisschen Star Citizen reintun müsst. Aber da werde ich erstmal die nächsten Tage ein bisschen drin verbringen, meine Steuerung einzustellen, sodass es annähernd so smooth läuft wie in Elite. Sofern ich das überhaupt hinbekomme. Weil momentan kann ich einfach noch nicht die Qualität liefern im Stream, die ich in Star Citizen gerne hätte. Ich habe es einmal kurz getestet heute im Stream und habe einfach nur mal geschaut, wie es von den Frames her ist und ob ich das vom Rechner her alles soweit packe. Ohne Probleme, also meine CPU ist bei 40-50%.
während ich stream auf Max alles in 4K. Das ist also alles soweit in Ordnung. Von daher gönnen wir uns das die nächsten Wochen auch mal ein bisschen. Oh, jetzt sind meine ersten Drohnen schon wieder weg. Ja, das ist geil. Das heißt, dann hast du deinen Namen verewigt, oder? Das ist eines der geilsten Sachen, wenn du tatsächlich dann deinen Nickname dann als erst entdeckt drunter setzen kannst. Absolut cool. Was ich noch geiler finden würde, ist, wenn du ein komplettes System oder sowas scannst und das als erster entdeckst, dass, wenn dann irgendwann mal eine Station da gebaut wird, dass sie dann quasi deinen Nickname trägt. Das wäre richtig geil. Ja, das, da musst du wirklich aufpassen. Da darf dir kein Fehler unterlaufen dann. So, mal gucken, was der drin hat. Mission Objective. Hab doch gar keine Mission angenommen. Komme ich bestimmt gleich irgendeine Anfrage. Der hat 23. Was hat der? Was schon mal da sind. Eben, nehmen wir den da unten erstmal. Meluki, moin, grüß dich. Ich konnte mich von Star Citizen losreißen und bin doch nochmal eine Runde Minern geflogen. Ist da noch was drin? Nee, der ist leer. Bist du im Discord am Start, Meluki? Du willst eine Runde mitgehen? Ja, Moment, ich gehe auch schon rein. Hey, hey! Asteroid Scan complete. Moin, Lex. Na? Moin. Moin, moin. Okay, Mining Channel, was ist denn das? Ja, stimmt eigentlich, noch kein Mining Channel bei uns. Kann eigentlich nicht sein. Ich würde schon mitkommen, aber ich bin gerade noch relativ am Arsch der Welt. Wo bist du denn schon wieder hingeflogen? Immer noch in Witch Hat Nebel. Ah, okay.
mache Rettungsmission. Ist extrem krass, um hochzufahren. Ja, also? Also ich habe ja schon letzte Stufe, ich kann mir jetzt die Koppel halt holen. Mach gerade den Allianzruf noch ein bisschen nach oben, weil der für den Ingenieur braucht. Und wo hängt der Spikies rum? Ich bin in dieses komische Sniffe 21 bla 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 Guardians. Guardians? Okay. Was willst du da? Mir fehlen noch Technologiekomponenten. Für? Für den Boost. Hattest du noch nicht genug Material? Nee, hab ich nicht. Mir fehlt noch die Technologiekomponenten. Da waren ja 21 oder so, ne, die man haben musste, ne? Okay. Ja, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr, aber ich meine schon 21 waren es. Ah, nicht Einfluss. Verdammt. Weil ich hab nur... Was ist denn da? Ah, 36%, ja. Herrlich. Also Energie, eine Energieleiter habe ich 81, Energiezellen 72, ja, Technologiekomponenten habe ich nur 15. Waffenteile habe ich von Wache Waffenteile habe ich 57, Frackteilkomponenten habe ich 42, also da habe ich überall eigentlich recht genug von. Okay, hast du die Sachen da nicht richtig aufgesammelt oder? Wahrscheinlich schon, oder? Aber halt zu wenig, ne? Doch, doch, aber diese Komponenten, die droppen wohl nicht so gut. Jetzt müssen wir Mining Orca bauen. Mining Orca? Ich weiß nicht, das Schiff ist so geil, es hat so einen coolen Sound. Und du siehst halt so viel, oder? Ja, ist der Hammer. Das, keine Ahnung, ist echt genial, das Schiff. Mag's total gerne. Es hat übelst einen Boost, also. Geht da bis auf 420 hoch. 430. Und also so ein Plinggeräusch ist extrem gut, wenn du es nicht schleunigst. Ja, läuft schon mit dem Pioneer hier. Das ist ja auch ein Doppel-Hotspot. Also, da kannst du eigentlich schon relativ gut was rausholen. Und wenn ich jetzt überlege, 780.000 pro Tonne im Abgabewert, da machst du dann schon gut Geld mit, ne? Kühlung. Fahrwerk. Ich suche meine Verkaufssysteme immer über Inara raus. Auf der Seite Inara hat man ja die Möglichkeit, über Commodities quasi einzugeben, was man verkaufen möchte, wo man sich gerade befindet und dann halt den Best Sell quasi zu filtern. Und dann schaue ich immer, was ist denn so grob in 100 Lichtjahren Nähe. Also wechselt immer, je nachdem, wo es gerade benötigt wird und wo es gerade teuer ist. Weiß nicht, hast du kennst du Inara, Sakara? Wahrscheinlich schon, oder? Ansonsten kann ich dir das nachher auch gerne mal zeigen, wie ich das mache. Vom Namen her, okay. Ja, es ist ganz einfach. Lass hier mal schön fertig einsammeln und dann zeige ich dir das kurz. Jetzt mal, wenn ich raustappe, ist meine Frachtlupe weg. So, jetzt tappen wir mal schön raus. Und dann gehen wir mal kurz nach. Mal.
So, hier habe ich unter inara.cz galaxy-commodity habe ich die Möglichkeit, hier meine Materialien zu filtern, die ich verkaufen möchte. In dem Falle Pyonit. Und dann gebe ich einen HIP 21991 und gehe dann auf Best Sell. Und da siehst du, wow, 876.000 Credits gibt's gerade für Pyonit. Und zwar 185 Lichtjahre entfernt in, in Rominger Station und der Preis ist seit 17 Minuten gescannt worden. Also fast 1 Million fürs Pyonit. Meloki, dein Einsatz? Das ist keine Million. Danke. Meloki sagt immer, ich kann nicht rechnen. Ja, dann kannst du jetzt schätzen, ich habe aktuell 143 Tonnen Pyonit. Ups, jetzt. Meine Auflösung ändert sich gerade. Moment. Jetzt. 143 Tonnen Pyonit. Na. Rechner, hast du es jetzt? Ja. Nein? Einmal noch. Jetzt. So. 143 Tonnen Pyonit. Da geht dann schon einiges zusammen. Also der Preis, den du hier rechts daneben dran stehen hast, dieser galaktische Durchschnitt, ja, der ist definitiv nicht der VK, den du benutzen solltest. Das bekommst du zwar dann so durchschnittlich an den Bases dafür, aber da gibt es sicherlich immer noch welche, die dir deutlich mehr Geld zahlen. Also du kannst sagen, wenn du es im Wing machst mit ein paar Personen, dann kommst du in 2,5 Stunden so auf 400.000. Auf 400 Millionen, sorry. Und wenn du es alleine machst, kannst du sagen, so in 3,5 Stunden kriegst du deine 400 Millionen Credits. Wenn du dich ranhältst. Yeah, 49% Pyonit. Das ist doch mal der Jackpot. Ja, aber es ist nicht nur der Profit, den du damit irgendwie erzeugst. Ich finde, meinen macht auch einfach so Spaß, weil es ist immer wieder eine geile Aussicht, in so einem Ring zu sein und den Planeten so am Horizont zu sehen. Es macht einfach immer wieder Spaß. Die Optik ist schon enorm cool. So, 154 Tonnen haben wir. Kühlung. Ja, und in die T9 passen 512 Tonnen rein. Plus, wenn du die Raffinerie voll machst, nochmal 10 Fragmente pro Slot. Das heißt quasi auch nochmal 10 Tonnen. Geht schon was rein in die Kiste. Ja, und was ich auf jeden Fall mal möchte, sind die 10 Milliarden knacken. Das wäre dann schon mal richtig, richtig geil. Momentan bin ich bei knapp 2,5. Geht also noch ein bisschen was.
Wozu? Weil es geil ist. Noch nicht alle Ingis, nee. Die kommen aber alle nach und nach. Da mache ich mir keinen so großen Stress. Aber wenn du gerade da bist, Sabi, Frage, hast du den Energieverteiler gepimpt in deiner T9? Kühler. Und wenn du ja sagst, wie viel Laser hast du laufen aktuell? Oder auf Max? 2, okay. Warum nur 2? Ich habe jetzt gerade 3. Ja, ist auch wieder wahr. Ja, aber es macht einfach... Ich finde es einfach geil, wenn es 3 sind. Sieht einfach cool aus. Und brauchen tust du eh nichts. Großartig davon. Ja, jedem was Spaß macht, ne? Eine Tour, dann komme ich zurück. Alexia, kannst du echt gut deinen Ruf haben. Geht richtig, richtig, richtig schnell. Sabi, du bist ja lustig. Ich denke, wichtig ist, dass einfach jeder seinen Fun hat. Und wie er den erreicht, das ist doch am Schluss dann auch relativ. Und Geldfarmen in dem Game ist ja auch nicht alles, wenn man sich überlegt, was man alles mit Ruf erst bekommt. Und durch die ganzen Ingis muss man schon ein bisschen was tun. Und da bin ich bei weitem noch nicht so weit. So. Aber andererseits, wenn man eine Sache gerne macht, bleibe ich auch gern drauf hängen auf der Sache. Kühler. Das passt sehr genau. Kühlung, und dann hast du das Bier aufgemacht. Sehr geil. Ratsch. Sehr geil.
Da hat's einer verstanden. Prost, Männers. Prost. Prost, lass dir schmecken. Hat's bei euch geregnet oder seid ihr noch am Schwitzen? Nö, hier ist es schön kühl. Also das hat gestern mal geregnet und heute hat es auch ein paar Mal geregnet. Zwar jetzt nicht viel, aber... Mal endlich wieder normale CPU-Temperaturen heute. Also bei uns sind es aktuell draußen 18 Grad. Ja. Hey, Nachtara, grüß dich. Schön, dass du reinschaust. Mhm. Wart ihr wieder zusammen unterwegs heute? Ja, ich habe die Drohnen so eingestellt, dass sie nur Painit sammeln. Ja. Und halt Materialien, wenn welche drin rumliegen, aber Fragmente nur Painit. Oh, der sah so vielversprechend aus, ist da gar nichts drin. Nochmal den hier. Oftmals sind es einfach die kleineren, die viel drin haben, wo du denkst, die haben eigentlich nichts drin. Den Wappen, den oberen würde ich auch gerne noch scannen. So, Allianz Ruf, Rang auf Maximum. Sehr schön. Yay, yeah, GZ. Kriegt einem ja nix, aber man braucht es für den Tisch. Dann kommen wir zu Hip. Ja, 16%, aber wenn ich schon mal davor stehe, warum nicht? Ja, das stimmt. Den braucht es für einen Engine, ne? Oh. Ja, für irgendeinen Engine braucht ich Ruf, keine Ahnung. Oh, ich weiß auch nicht, was das war. Sabi fragt gerade ganz entsetzt, warum du deinen Ali-Rang hochdrückst. Als Ingenieur braucht man den. Also zwar nur freundlich oder so, aber trotzdem. Hatte ich halt vorher nicht. Mit der Allianz nichts zu tun. Jetzt habe ich mal ein paar Leute gerettet auf der Station. Nur mögen sie mich ganz doll. Aber du hast ihn jetzt nicht auf Max gedrückt. Ich bin jetzt verbündet mit denen. Es gibt ja keinen Rang in dem Sinne, also keine Flotte. Okay. Nur Ruf. Die schließen sich ja nur zusammen, wenn sie halt Probleme haben. Die haben ja keine richtige eigene Flotte. Ah, das wusste ich nicht, okay. No. Ja, Allianz bin ich wohlgesinnt, also sollte eigentlich reichen. Nee, freundlich muss glaube ich sein. Freundlich? Ist das noch davor wohlgesinnt? Für welchen Inchi hast du den jetzt farmen müssen?
Warte. Kurz tanken. Ingenieure sind hier. Und welcher wollte das haben? Können wir da nicht bei Ihnen nachgucken? Können wir da nicht bei Ihnen nachher nachgucken? Bill Turner. Bill Turner wollte den machen. Bill Turner. Jetzt will er 50 Tonnen Bromelit haben. Arsch. Planet. Ja, so ein 60%iger wäre jetzt auch mal richtig nice. Ja, Kühlung. So schnell kann der Spikies gar nicht Bier trinken, wie du Kühlung sagst hintereinander. Ja, ich bin jetzt nicht so. Da liegt er ja, bevor er im nächsten System ist, schon auf dem Boden, du. Jetzt wird's aber langsam echt mau hier. Was sind eigentlich Scan-Datenbanken unter Verschluss? Was hat einer von euch? Verschlüsselte Scan-Daten? Kriegst du von Schiffen, glaube ich, wenn du die scannst. Also einfach nur ein Schiff halt anvisieren und Tage behalten. Okay. Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass die verschlüsselt sind? Dann müssten die ja wahrscheinlich. Oder auf dem Planetenmission? Irgendwas in der Richtung. Kühlung. Na ja, verschlüsselte Daten hat man ja genug, aber ist das die Frage, welche da davon haben wir? Die heißen spielt genauso. Warte. Ja, 20er, immerhin. Ach da. Ja, hast recht. Da hat sie gefunden. Scan-Datenbank, Motorverschluss 37 habe ich erst. Naja, muss halt immer gucken, dass ich noch ein paar Sorge für diesen Ramta. Was kann der? Verteidigungssysteme, Drohnen. Drohnen? Ja, ich glaube Lebensdauer. Also du kannst es glaube ich stärker machen, dass sie mehr aushalten. Es bringt dir aber nichts viel, wenn ein Asteroid hier halt trifft. Ich glaube auch Lebensdauer. Ich bin mir nicht mehr tatsächlich sicher. Aber schneller machen kannst du nicht. Ah, das ist schade. Ist das schneller einsammeln, das wäre natürlich gut. Das wäre enorm geil. Gibt's Tuning für Frachtgestelle oder sowas noch? Nee. Auch nicht? Willst du ein Frachtgestell vergrößern? Keine Ahnung, schwarzes Loch Frachtgestell. Komprimiert deine Fracht um 1000. Alle. Electronic Countermeasure. Point Defense. Heat Sink Launcher. Shaft Launcher. Collector Limpet Controller. Full Transfer Limpet Controller. Ja, also die ganzen Drohnen halt. Die kann dieser Ramta.
16%, ja. Mal den hier unten. So. Jetzt ist ja die Instanz hier wieder resettet. Dann fahren wir mal wieder da rein und ballern weiter rum. Bist immer noch auf den Guardian Spots? Jo. 49, da ist doch was. Haben wir übrigens. Hm? Wer war das, der uns vorgestern da in dem Chat geschrieben hatte, nochmal mit die. Der Great Phantom? Lass mich schon überlegen. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Ja, auf jeden Fall habe ich mir mal so eine Great Phantom jetzt mal zusammengestellt. Und? Ja, mit ein bisschen den nur den FSA getuned und schon knapp 51 Lichtjahre. Ging um Sprungreichweite. Wie viel Cargo hat die? Cargo hat die nur ein Zweier. Was ein Zweier, also einfach nur rein zum Springen, okay. Ja, rein zum Springen. Ja, ist die. Kommt die weiter als die S? Ja. Hey, Zielscheibe, grüß dich. Kommt ja. Kommt die, ja. Ist, glaube ich, nach der Anaconda das schnell, weiteste Schiff. Okay. Ist dann aber auch teurer wahrscheinlich, ne? Ja, die kostet 32 Millionen in der Anschaffung, ja. Es geht um den Unterhalt, also. Ach so. Ja, gut, das kann 32 jetzt nicht. Also, ich habe die so zusammengestellt, wie er das da. Wie er mir das gewispert hat. Voll die. War das in einem Energieverteiler? Es hat die einen 7er Slot, aber ist nur ein 1D drin jetzt. Okay. Ja, klar, ich meine, rein von der Masse her, ne? Ja. Ja, gut, muss nur halt alles dann auch pimpen. Rippchen. Baut man mit der auch kleineres Kraftwerk und sowas ein, oder? Muss man alles. Oder ja, ja. Auch eine Sprungreichweite. Also auch mit kleineren Düsen, das interessiert mich halt, weil das nervt mich halt ein bisschen. Ja, ja. Also, ein 3A Powerplant kommt da rein, statt ein 7er. In dem 6er Slot kommt ein 4D Thruster. Ja, 5A Frameshift, ist klar. Life Support, 1D Power Destructor, also die Energieverteiler, 6D Sensor nur. Der 5er Tank wird gegen den 4er ausgetauscht. So. ...6A Full Scoop. ...2 5A Autofield. Also die Temperatureinheiten da. Ja, ein 5er Guardian Frameshift Booster, wenn man einen hat. Ein 3D Shield. Wie kommst du jetzt mit Tuning? Auf wie viel kommst du jetzt mit Tuning? 50. Ja, ich hab noch nicht so viel geboostet, ne, weil mir die ganzen Materialien fehlen. Ne. Ich habe jetzt nur das gemacht, was ich machen konnte. Was hast du denn? Auf 3 oder 4? Ich mein schon auf 3 oder 4, ja. Eieiei. Also die ist schon nicht schlecht.
kann ich ja gleich mal gucken, wenn ich wieder hinsitze, bevor ich den so. Ach komm, gib mir doch mal Technologiekomponenten, ey. Ich brauche nicht mehr Energiezellen, da habe ich genug. Hast du eigentlich auch hier die komischen dicken Steine mal gescannt, Lex? Diese, wo auf dem Boden stehen, oder was? Ja, genau. Ja, ja, die habe ich auch gescannt, ja. Diese Obelisken. Ja, ja. Mitnehmen, was geht. Na, richtig. Zielscheibe, du bist der Hammer. Ich habe ja jetzt meinen Guardian Frameshift und ich habe Felicity auf Stufe 4, ja? Also ich brauche nur noch Arsen und dann habe ich den auf Stufe 5. Also, ne? Ich will ja mal nichts sagen hier, ne? Ich bin fleißig dazu gezwungen worden letztes Wochenende. Von alleine natürlich wäre das nie passiert. Und ja, die Arsen-Geschichte mit Spikies, die habe ich immer noch nicht ganz verdaut. Denn wir waren gemeinsam SRV-Fahren auf dem gleichen Planeten. Er zieht halt in einer Stunde 15 Arsen raus und ich halt keins. Das ist halt dann nicht ganz so geil gewesen. So. Ja gut, aber wenn man mit SAV nicht umgehen kann, dann ist es kein Wunder, wenn man auf der Stelle rumfährt. Habt ihr da geologische Vorkommen gesucht oder was habt ihr gemacht? Ja. Ja, wir waren ja in Gibikrähe auf den einen Planeten da. Also SRV ist das Schlimmste, was es gibt in diesem Spiel, ja? Und zweitens, Arsen ist das Zweitschlimmste, was es auf diesem Spiel gibt, ja? Und alles, beides in Kombination ist die Vollkatastrophe. Naja, ich weiß nicht, ob ich mich damit noch anfreunden kann, aber... Wenn Zielscheibe mit mir auf Exploring-Tour gehen möchte, dann werde ich wohl müssen. Nützt gar nichts. Da kann ich nur sagen, Challenge accepted. Ja, Problem war, du warst ja auch die ganze Zeit immer so 7, 8, 9, 10 Kilometer von mir entfernt. Ja, das nächste Mal mache ich es einfach so, ich schicke dich mit dem SRV einfach los und flieg dann mit meiner T9 oben drüber und lass dann einfach die Sammeldrohnen raus, ja? Ja, wenn das so einfach gehen würde, wenn's ja. Wenn es so gehen würde, ja. Bin ich denn praktisch der Hund, der an der Leine geführt wird über den Planeten, um die Dinge zu suchen, ne? Ja, genau, genau. Ja, ich würde entweder die Esp nehmen oder ich würde mir eine Anaconda bauen dafür. Wobei ich glaube, ich mit der Esp schon relativ zufrieden wäre. Weil die gefällt mir dann doch schon sehr gut. Rein von der Wendigkeit her und die Reichweite ist auch ganz okay. Aber ich lasse mir da gerne auch noch was Besseres zeigen.
Ja, machbar, 5000 Lichtjahre mindestens. Brauchst du für den Ingenieur? Dann bist du jetzt in Zukunft der Zili. Weil Scheibe kann man auch irgendwie ein bisschen falsch verstehen. Je nachdem, ob man ein D oder ein B versteht. Naja. Natürlich habe ich FSK 18 gefleckt. Glaubst du nicht etwa, dass mein Stream nicht FSK 18 ist? Wenn ich hier so Leute wie Meloki und Spikies drin habe. Und alles, was nicht FSK 18 ist, guckt der Subby auch nicht an. Also von daher... Schon wieder einen üblen Spin hier. Das schlägt mir meine ganzen Drohnen. Spikies, hast du eigentlich deinen Platzer letztens verdaut, als du deine Fracht verloren hast? Bist du drüber weg? Ja, ja. Bin ich drüber weg, ja. Wie viele Tonnen waren's? Waren 139 Tonnen Panit. Ja, okay, das geht ja noch. Also wenn das 500 Tonnen gewesen wären, hätte ich glaube ich einen Schreikrampf gekriegt. Aber bei 130, naja, okay, kann man noch drüber reden. Ist zwar schon ärgerlich gewesen, aber naja, mein Gott. Dafür, dass ich ja trotzdem noch hinterhergekommen bin, habe ich ja durch eure Handelsdividende ja den... Immerhin den Platzer hast du bezahlt bekommen. Genau. Ja, Zili, ich würde gern mal einen richtig fetten Nebel sehen. Wenn du da irgendwie eine geile Adresse hättest, immer her damit. Hat nicht da zum Beispiel, wo Meloki ist, ein dicker Nebel. Ist ja nicht dieser, wie heißt er? Pferdekopf. Pferde war das, ne? Ja, Pferdekopf war das da, ne? Wo du bist, Meloki, oder?
Nee, Hexenkopf, nee, bestimmt. Hexenkopf? Hexenkopf? Widget. Widget, ah ja, okay. Ah, okay, ihr seid da zusammen unterwegs gerade, okay. Aber Sabi, ich muss doch erstmal das ganze Painit der Galaxie hier in Sicherheit bringen vor den Targoids. Kann nicht sein, dass die nur noch am Abbauen anfangen. Deswegen klatscht ihr die ruhig und ich sorg hier dafür, dass die Ressourcen in Sicherheit kommen. Mittlerweile mal heller geworden? Oh ja. Langsam wird's doch. Es scheint hier langsam die Sonne rumzukommen. Ja, Spike, bist du runtergegangen mit der Auflösung, was dein Stream angeht? Ja. Machst du jetzt nur noch HD, oder wie? Ja, genau. Ja, aber dass er die ganze Zeit da geruckelt hat, wie er eine letztes Mal geschrieben hatte. Ja, ja. Holt ja wirklich mal OBS. Macht wirklich einen deutlichen Unterschied, was du da einstellen kannst. Oh ja, ey, mach ich ja eine glatte Drehung, ey. Bin ich beim Tanzen? Ja, muss ich mal machen. Jetzt, wenn du es eh häufiger machst, weißt du, dann lohnt sich's auch. Ja, das stimmt. Was hab ich denn jetzt? Ey, Wahnsinn, ich hab genau 21. Oh, Wahnsinn. Kann ich mir einen einzigen bauen jetzt. Was willst du dir bauen? Den Guardians Booster. Musst du freischalten, bauen musst du den nicht. Ja, oder freischalten. Ne, muss ja nur einmal freischalten. Die Baupläne habe ich ja alles. Danach kannst du den ganz normal kaufen. In jeder Größe. Okay. Ja, bis 5 halt. Ja. So, Boarding.
Ich bin in den Eingang. Oh, wo ich vorhin Franco zugeguckt habe, ey. Die Great Phantom, die kann aber auch mal mega schnell sein, wa? Was war das denn, seine 569? Alter Schwede, ey. Guckst du Multistream, Zili? Wenn ja, gib mal schön den Link. Ja, du, es kommt immer auf deinen Rechner an. Also ich benutze Streamlabs OBS. Und ich finde die Oberfläche von Streamlabs deutlich geiler. Und ich mache mir eigentlich da, was Leistung angeht, keinen Kopf. Ich habe, wie gesagt, 64 Gigramm und den dicksten i9 mal momentan drin. Juckt echt nicht. Aber wenn jetzt das Setup natürlich entsprechend an die Grenzen gerät, dann musst du natürlich schon schauen, wo du jetzt irgendwo einsparen kannst. Das ist richtig. Ach so, ich dachte, du hättest einen Multistream offen. Da gibt es ja multistream.am und da kannst du dann zwei Twitch-URLs reinpasten und kannst die dann parallel schauen. Ich dachte, weil du gerade was mit Spiky Stream und seiner Qualität gesagt hast, dass du gerade beide guckst. Wie wärst du jetzt schon drinne in deinem Cargo? 233. Und ich habe mir wieder den Fuel Scoop rausgebaut und habe mir noch einen weiteren Sammler wieder reingebaut. Der Planet schon wieder. Scheiß bin hier. Echt, habe ich jetzt nicht gewusst. Das ist ja geil, dass sie da tatsächlich mit den NASA-Daten arbeiten. Weiß eigentlich irgendjemand, ob das eigentlich egal ist, bei welcher Imperium Tante man sich da verpflichtet, um an die Prisma-Stelle zu kommen? Nee, das ist nicht egal. Ist nicht egal. Aslink Dival ist das. Da kriegst du die Prisma-Schilde. Aslink Dival. Oh. Die auf Platz 4. Aber ich finde die jetzt gar nicht so krass. Die prismatischen Schilde. Ja,
obwohl die ja ein Stückchen stärker sein sollen als wie geboosteten, ne? Die sind schon stark, aber wenn sie zusammenbrechen, dann sind sie weg. Ja, gut. Weg ist weg, ja. Die bauen sich halt nicht so schnell auf wie andere Schwelle. So, hier ist meine Kette. Nicht Caterpillar. Wie ist die? Canterbury. Ich komme mal ein bisschen mit Beinen an. Ich mache auch nicht ganz voll. Jo. Ausrüstung. Drohnen mitnehmen. Yeah, 50er. Gibt's da irgendwie Links, Abi, dazu, wo man das mal nachschlagen kann oder sowas? Würde mich schon interessieren, was die da benutzen. Ja, hier schreibt der Zili bei mir im Chat, dass die scheinbar für einige Systeme so Echtdaten als Grundlage verwenden, um die dann quasi in Elite zu rendern. Okay. Und da wollte ich mal wissen, wo die Daten herziehen. Na, das ist natürlich interessant, ja. Ich war schon ewig nicht mehr meiner. Ich habe die Tage noch 300 Tonnen gemacht. Aber allein ist das irgendwie. Weiß ich nicht. Nicht so mein Ding. Ja, geil, Sabi. Wird mich auf jeden Fall interessieren. Spikeys Nasenmikro. Sorry. Macht nix. Weiß ich immer. Pirat oder ist es random, was kommt? Ist random, was kommt. Okay, kommt nur Polizeipatrouille, also alles gut. Ja, zur Not schmeißt sich halt irgendwas ab, mein Gott. Wie kaputt wird der gerammt. Was ist jetzt Laser drin, drei Stück? Ja, aber wegballern.
so schön nah ran. Heute war auch gut. So eine schöne Runde spazieren gegangen. Mit so einem archäologischen Park. Ah, okay. Ja, du warst gestern. Du warst gestern auf Party, habe ich von dir gehört. Ja, richtig. Was gab's zu feiern? Umzugshilfe. Ah. Also Einweihungsfete danach, praktisch. Aber gut. Vor allem, wo die sich denn da mit so einem Klamotten in den Pool reingeschmissen haben, die Kloppis, ey. Echt jetzt? Okay. Ja, war schon ein lustiger Abend. Kann man bei dem Wetter schon mal machen, wa? Ja. Ja, und heute waren wir, wie gesagt, an diesem archäologischen Park, dessen Zankten. Das ist so, ja, knapp. Ja, so 45 Kilometer von uns weg. Okay. Das ist so eine alte Römerstadt. So Limes-mäßig, oder? Ja. Halt sind so ein paar Ausgrabungsstätten, wo sie noch dran am Arbeiten sind und so. Und halt, ja, Mauerteile, die sie komplett wieder hergerichtet haben und so. Schon geil. Letztes Mal, wo ich da gewesen bin, war ich noch in der Schule. Wir arbeiten immer noch dran. Ja, krass. Genau. Wie tief buddeln die denn bitte? Oh, der war schon nicht schlechter. Muss ich da mal mit meinem Mining Laser vorbeikommen? Ja, genau. Kannst du besser ausbuddeln. Eingesammelt, sehr schön. Chrom? Hast du nichts mehr? Hab anscheinend zu viel ausgegeben, ja. Chromelit brauche ich, weil du was siehst. Chromelit? Okay. Mal gucken, wo der Planet ist. Thank you.
So. Gucken wir mal, was da drin ist. Ein 55er Painit. Ja, schön. Was grad? Ist das der kleine oder der große? Ich habe einen 48er da hinten im Target noch. Der direkt, ja genau, der da. Du da drauf zu fliegst. Achso, das ist der kleine los. Ah, okay. Nice, so muss das laufen. Und bist noch mit dem Bischi eine Runde geflogen? Nee, noch nicht, noch nicht. Noch nicht? Ich muss erstmal meine Steuerung einstellen. Okay. Und mir mal so ein paar Tutorials anschauen, weil es ist schon arg anders als Elite. Aber ich habe mir natürlich nicht nehmen lassen, trotzdem die große rauszulassen. Ich lasse doch mal wieder unter der Gelegenheit. Aber ich lege den ganzen Rechner halt irgendwie da, der Download. Das hat großes Paket dafür, ne? 300 oder so. Jo. Jo. Einer muss Chris Roberts ja unterstützen. So. Was hat die Station? Dafür erwarte ich ja auch, dass es morgen fertig ist. Spaß. Die Variante, die du gekauft hast, was ist die jetzt von der Auslegung her? Kampfforschung? Kampffracht. Sehr gut. Bist engagiert. 58er. Leco mio. Hey Zili, fly safe. Good night, good flight. Komm gut in die neue Woche. Und wir sehen uns vielleicht morgen, vielleicht übermorgen. Würde mich auf jeden Fall freuen.
Habe ich schon das mal 15%. Ich bin gerade eben in der falschen Richtung, ich drehe mal wieder Richtung Planeten. Ja. Ich bin 46er. Nee, reicht noch nicht. Immer noch nicht. Jetzt. Fünfziger gefunden. Wir mögen schön ein Bier holen. Jo. Vierziger Planet. Der Frachtraum voll. Hat sich aus.
Also den FSA hat die sogar noch auf Stufe 3. Aber ich könnte die Stufe 4 jetzt einfach überspringen. Könnte direkt auf. Ja, Stufe 4 habe ich angefangen, dann könnte ich jetzt einfach auf 5 so frei. Ah, tut das gut. Vielleicht die nächsten im Tag um 46. Sehr schön. So, jetzt. Also Stufe 5 habe ich zwar noch nicht bis zum Ende. Aber ich kann jetzt. Aktuell 52,26 Lichtjahre springen. 55,28 unbeladen. Das ist doch schon mal was. Er lutscht ihn schon ganz schön schnell leer. Ja, du fängst früher an mit Lasern und hörst später auf als ich, ne? Ja. Der ist aber wieder hinter uns, ne? Achso, dreh mal ab.
Hast du Kontakt? Du hast Kontakt? Hast du mehrere Schiffe bei dir? Nee. Nee. Okay. Sag grad so aus auf dem Radar. Ganz ein Abfäller. Das sind Drohnen, die da rausgeschmissen ist. Fahren. Das ist 39er, niedrig. Und das lang noch mollet jetzt? Nee. Also, weil ich weiß, gibt es auch Bromelin-Vorkommen, würde ich einfach mal mit dem Film, mit der, wie heißt sie? Mit der Python reinfliegen. Die rostet eh schon in der Station. Das ist halt der Nachteil, wenn man so viele Schiffe hat, dann kann man nicht alle fliegen, ne? Öfter mal, keine Ahnung. Ja. Thank you.
48. Ganz ekligen Spin. So, FSA Boost freigeschaltet. Yay, GZ. Okay. Wo kommt da rein? Jetzt hat man hier an der Phantom. Ja. Hast du einen 5er-Slot noch frei? Ja. Ja, dann hast du einmal 10 Lichtjahre mehr, wa? Kann man denn jetzt eigentlich überall kaufen oder nur hier? Hightech. Hightech, also ein beliebtes System auf jeden Fall. Der Limpet Spin, der haut mir gleich den Drohnen weg. Deswegen bin ich seitlich angeflogen. Ich habe einen 62er hier. 62, Alter. Wäre auch mal was, ne? So eine Schildverstärkung von den Guardians. Haha, Autsch! Da waren die Schilde fast weg, du. Ah, das war Absicht.
Radium, Plasmalader, Turm, Klasse 2. Einfach. Bringt das Ding was? Okay. Was? Ich habe keine Ahnung von dem geilen Zeug. Ich habe bloß eine FSA bisher freigeschaltet. Okay. Den Guardian Plasmalader müsste ich mir nur 8 Gelenkmotoren irgendwo herholen. Dann könnte ich das Ding freischalten. 41? Oh, ich weiß nicht, ob das Ding was bringt. Jetzt aktuell 63,75 Lichtjahre springen. Nice. Sechziger. Jo. Ja. Nee, nee, jetzt. Wie lang du da drauf drückst, Mann. Ja. Das Eislager ist voll, sehr schön. Schmeißt du schon wieder deine Drohne ab, oder was? Ja. Na toll, und meine sammelt die auf. Ah. Sagt, Einundvierziger ist hier. Ja. Expired. Programming limpet drone.
bringen, wa? Ich hab nichts zum Sprengen dabei. Ist auch nicht, kein Kern. Nicht mehr lang, dann bin ich voll. Hört man aber noch nicht an. Noch geht's. Der Beste war heute sowieso Kühlung. Nicht genug Energie im Kondensator. Ja, weil du zu kleine Düsen drin hast. Das ist ja das bei Explosion. Ja, 30, direkt nebendran. So, wo der Antrieb zu klein ist, meinst du? Die Düsen sind zu klein. Der Antrieb nicht. Weil sich das Schiff nicht bewegt, das mit dem... Expired.
40er. Ich suche vorne mal ein bisschen weiter. Er ist direkt unter dir. Unter mir? Ja. Der etwas länglicher, der sich da so dreht. Hier eine Frage. Ah, doch, da. Nee. Ah, ich habe hier einen 51er.56er direkt über uns.
Was hast du? Ja, den FSA-Boost irgendwo in diesen T9 unterzubringen. Ja, das ist definitiv kacke. Dann müsstest du ja auf den 5A-Sammeldrohnen. Nee, du musst ja kein 5A einbauen, baust einen 3A ein, reicht ja. Oh, da wird. 3er wären 2 Drohnen weniger. Ich hab jetzt 11. Dann hätte ich nur noch 9. Bissle, ja. Egal, hab ja noch 2 Laser übrig. Sinn mit den stärkeren Lasern. Du kannst in der Zeit ja schon weiter gucken, theoretisch. Ja. Mach ich leer? Serious? Der ist doch schon leer wahrscheinlich. Einen bräuchte ich noch, dann wäre ich voll. Na okay, ja. Ich habe keine Drohnen mehr. Links von uns, also neben dem Geschwind, dann bin ich voll, weil ich weiß nicht, wie lange ich noch Drohnen habe. Ja. Mittel. Ja, dann nehmen wir doch den Geschwind. 49er niedrig. Alpenta, dankeschön für den Follow. Mega. Ich freue mich auf jeden Fall auf einige spannende Sendungen mit dir. Immer ab 22 Uhr abends geht's hier los. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Und mega danke, dass du reinschaust. Thank you.
war. Jo, ich bin voll. Ja. So, dann bauen wir den noch ab und dann kann man abgeben. Jo, ich hab ihn schon. Jo. Ich such mal ein System raus. Anima Cowper Dock 797 sind 79 Lichtjahre. So, Sternkarte. So, dann wollen wir mal.
Wie viel hast du jetzt im Frachter? 234. Das siehst du. Hast du den Guardian Frameshift jetzt rein, Spikies? Ja. Gegen was getauscht? Gegen den Fünfer. Gegen den Dreier Dingens. Drohnensteuerung. Also Drohnen weniger. Okay. Wie viel Reichweite hast du im Dreier-Slot? Mehr? Das geht doch. Auch knapp 31 Lichtjahre mit meiner Corvette springen.
Ja, das macht schon mal einen deutlichen Unterschied. Hä? No. Oh, Loop of Shame. Ich dachte, du wärst schon raus. Ich hoffe, dass ich auf dich drauf springen kann, aber naja. Dann halt eine extra Runde. Oh nein, jetzt werde ich auch noch rausgezogen, Alter. Oh, bitte nicht mit voller Fracht, Alter, bitte nicht. Das wäre jetzt zu hart gewesen. Oh, was eine Kacke. Da muss ich. Keinen anderen Ingenieur. Was ärgerst dich? Um Kraftwerk weiter hoch zu pimpen. Der gibt hier in der Gegend zwei. Da gibt es zwei Ingenieure. Aber nach denen kommst du nur hin, wohl, wenn du vorher mit zwei Ingenieure gewesen bis in Kolonia-System. Na dann, viel Spaß. Also, werde ich wohl demnächst mal die Reise mal antreten. Nee, warte, bis du alle vier freigeschaltet hast. Sonst fällt es halt doppelt hin. Alle vier? So. Ich wäre dann soweit, ja. Meloki.
soweit. 777.000. Jo. Und dann raus damit. 390,1 Millionen. Und 7,6 Millionen nochmal. Also knapp 400 Millionen. Und dann noch die Dividende. 9,1 Millionen. Ja, ich habe ja nicht so viel gehabt. Kontakt. 1 Million. Das Hightech hier. Geschwind gucken, ob ich den Guardian Booster einbauen kann. Ich denke, du wolltest den Frachter fahren. Nur mal schön gucken. Jetzt die 5er Sammeldrohnensteuerung, die ich. Ne, warte, eine 3er Sammeldrohnensteuerung, die ich dafür opfern müsste. Es wären 2 Drohnen. Ich habe insgesamt 2, 4, 6, 9. 9 und hier sind 13. Also dann habe ich am Schluss noch 11 Drohnen. Habe ich die ganze Zeit gehabt, 11. Hat auch immer gereicht. Aber du hast jetzt keinen FSA drin, ne? Den Boost, den Fuel Scoop habe ich nicht drin, ne. Na gut, den habe ich. Aber drin. Ich krieg hier auch keinen, ich krieg hier auch keinen Guardian Boost. Rubia Blue Mafia, die brauchst du auch für den Ingenieur irgendwann. Weil der musst du mal bei der Ruf pimpen. Ja, warum? Also muss ich nach dem System Eurybia hinfliegen. Thank you.
Granit kann man nur abbauen, oder? Ich glaube ja. Ja, aber wenn du es abbauen kannst, kannst du es auch traden, oder? Granit kannst du auch nicht einkaufen. Okay. Sonst könntest du ja Panit billig einkaufen und teuer verkaufen. War wieder wahr. Schön vorher. So, jetzt habe ich wieder so viel Geld, jetzt muss ich mir ein Schiff kaufen. Was machst du für den ganzen Schiffen, Melody? Aufrüsten. Wieso? Ich habe für jeden Zweck jetzt quasi ein Schiff. Also die Anaconda, die gammelt halt rum. Und die Sidewinder ist eigentlich auch nur ausgeschlachtet. Sidewinder? Was machst du mit der Sidewinder? Rennen oder was? Nein, das ist mein erstes Schiff gewesen, das behalte ich. Also die ASP Explorer werde ich auch behalten. Das ist das Schiff, das ich gearbeitet habe. Ja, für die Dinge, für die Sidewinder ist ja sowieso nichts. Das erste Schiff ist ja in dem Sinne. Kannst ja nur zurückgeben. Ein Evakuierungsschiff, ein Luxusdampfer, aber nur einen kleinen. Ja, da brauche ich auch noch einen. Luxusdampfer. Zum Orca oder was? Ich hätte einen Orca und Dolphin. Beluga finde ich geil. Nee, die ist hässlich. Land die mal. Oder fliegt die mal durch den Schlitz, ey. Ja, das wie ein Type 9. Nee, ist schlimmer, weil die hinten hängen bleiben können mit dem Type 9, die kratzt er dann einfach nur lang, dann war's das. Der kannst du richtig dich verkanten. Ja, wie den blöden Eckflügel, ne? Kann man die eigentlich umbauen? Gibt's da irgendwie ein Kit für? Ja. Weiß ich gar nicht. Fällt es mit diesen Flügeln halt hinten auch nicht, das sieht scheiße aus. So aus wie ein Segelflugzeug. Ja, genau. Ein bisschen scheiße aerodynamisch, aber okay. Ja, für die Beluga gibt es nur Lackierungen, sonst nichts. Das ist so eine Raider-Beluga. Nice. Nee, das nicht unbedingt, aber dass man halt irgendwie den Spoiler da hinten ein bisschen ändern könnte. Ja. Diese Flügel, das wäre nicht schlecht. Mm-hmm.
Lima Echo X-Ray. The Imperial Flight Operations Bureau is most pleased to have you visit, Commander. Access is now granted. Please proceed to Bay 40. Attention, Commander. Imperial protocols require that you reduce your speed. Scheiß Pilote mal entlassen sollen, die haben schon 15 Millionen geklaut. Wo geht's hin, Maluki? Kopfgeld damit sein. Dann müsste ich eigentlich noch eine Aufstiegsmission machen für die Feds. Und dann müsste ich mir eigentlich noch noch ein Schiff kaufen. Das wäre das. Hä? Das wäre. Ja, die Federal Corvette. Ich sehe schon, hey. Bei Maluki muss Geld raus. Ah, ich weiß nicht, ob ich die jetzt sofort kaufen muss. Ich habe ja so wenig Geld. 2,7 Milliarden, das ist ein wenig. Ein bisschen wenig. Na gut, aber ein Großteil baue ich einfach aus der Anaconda aus. Ja, hab ich auch gemacht. Ich habe die ganzen Sachen von der Anna, die ich da gepimpt habe, habe ich hier rüber geholt. Zu Covid. Ja, alles würde ich nicht umbauen, aber zumindest FSA zum Beispiel bleibt da drinnen. Den ja, müsste ich neu kaufen, der ist auch teuer. So. Ich habe jetzt aktuell dadurch, dass ich das von der Anna rüber geholt hatte, Beispiel habe ich auch hier 2107 Schildstärke. Welche Schildklasse hat die? Haben die Federal Corvette? Dann würde ich an der Stelle mal den Stream beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock habt, oben ist der Follow-Button. Hämmert drauf, wenn ihr mehr sehen wollt. Und wenn ihr Bock habt, schaut morgen wieder rein. 22 Uhr geht's wieder los. Ansonsten lade ich euch das Video auf YouTube hoch. Das heißt, falls ihr mal was verpasst, einfach mal auf YouTube nachschauen. Lex Elite suchen und dann findet ihr auf jeden Fall meinen Channel. Auch da freue ich mich für einen Daumen hoch und lasst mir gerne ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Sabi, ich wünsche was. Schönen guten Abend. Schildgenerator ist ein 7A. Ein 7A? Mhm. Scheiße. Nacht, Sabi, O7. Ich wünsche dir was. Ciao.